Ja, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, zu keinem sonderlich schönen Anlass. Ja, um es relativ kurz zu machen, ja, es stimmt, ich habe die Glitter Hurricanes aufgelöst. Tatsächlich erst gestern und ja, ich kann euch auch mal kurz zeigen, hier unten bei diesem Club-Symbol, ja, ist jetzt quasi nichts mehr. Und ja, hier auch nochmal ganz kurz ein Dankeschön an Penne, die mir geholfen hat, den Namen zu saven, weil, ja, ich wollte den Namen unbedingt saven, weil mir der Name an sich einfach wahnsinnig viel bedeutet und ich nicht möchte, dass der in irgendwelche anderen Hände kommt. Ja, ein ganz kurzer Disclaimer auch nochmal hier. Nein, Penne hat den Club jetzt nicht auf irgendeinen ihrer zweiten Accounts, von denen hat sie nämlich sehr viele. Ich habe den Club jetzt auf dem Account von einer Freundin, die kein Star Civil mehr spielt und ja, das war mir einfach wichtig, um den Namen zu saven, weil ich, wie gesagt, nicht möchte, dass er in irgendwelche andere Hände kommt. Ja, ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, zum Beispiel, wie es überhaupt dazu gekommen ist und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, ich mache derweil jetzt mal die Mission, wenn ich es hinkriege, und erläutere euch dann mal zum Beispiel als erstes mal die Gründe, warum ich den Club überhaupt aufgelöst habe. So, also wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, dass ich erstmal mit den Gründen anfange, warum ich den Club überhaupt aufgelöst habe. Ja, es gab in letzter Zeit einige Unruhen, sag ich mal, oder Streits. Und wenn ich etwas sagen kann, dann wirklich, dass ich ein Mensch bin, der Streits einfach absolut nicht leiden kann. Und ja, es ging da eben auch viel um Eifersucht und irgendwelche Eifersüchteleien. Ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht so genau drauf eingehen, wer wie was wo. Ich denke, die Leute, die im Club waren, haben das irgendwie mitbekommen oder ja, waren auch dran beteiligt. Ja, ich persönlich finde es sehr, sehr schade, was aber jetzt nicht der einzige Grund war dafür, dass ich den Club aufgelöst habe. Wie gesagt, das war der erste Grund und ich hasse einfach alles, was mit Eifersucht zu tun hat. Und ich muss auch sagen, diese Eifersucht war, ja, an diesem Punkt einfach nicht gerechtfertigt und das hat mich dann wirklich echt einiges an Nerven gekostet und ich habe mir das wirklich sehr, sehr lange angeguckt und irgendwann war es aber dann auch einfach mal, ja, genug. Und ja, der zweite Punkt, natürlich muss man sich als Clubbesitzer immer mal wieder was Neues ausdenken für die Clubtreffen, damit das ja nicht zu langweilig wird und man nicht immer nur dasselbe macht. Und wir hatten dann auch mit Dressur angefangen, das hat auch eigentlich ziemlich gut geklappt und ja, aber irgendwie gingen mir da so die Ideen aus, was ich alles mit den Leuten machen kann an den Clubtreffen. Das ist der nächste Punkt gewesen. Und ja, ich hatte dann auch irgendwie auch keine Motivation mehr, irgendwas mit dem Club zu machen, einfach weil ich keine neuen Ideen mehr hatte. Und die Clubtreffen dann irgendwie ja immer so dieselben waren und wir eigentlich immer nur das Gleiche gemacht haben. Und es ist eine sehr große Aufgabe, einen Club zu führen und ihn gut zu führen und allen gerecht zu werden und ja, ich denke, es ist besser jetzt, wie es gekommen ist, und ich denke, es ist besser für alle, dass wir da quasi eine Art Neuanfang haben. Und ja, ich möchte diesen Neuanfang eben auch machen. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptgründe. Ich möchte das jetzt gar nicht so lang in die Länge ziehen, weil ich denke, die Leute, die im Club waren, haben das alles mitbekommen und ja, ich möchte jetzt auch nicht, dass das Video zu lang oder zu dramatisch wird. Ja, deswegen, das waren zumindest mal die Gründe. Ja, die nächste Frage, die sich viele wahrscheinlich stellen und auch Leute, die im Club sind, ja, wie soll die Zukunft aussehen? Werde ich nochmal einen Club machen? Wird es ein Comeback geben? Tatsächlich weiß ich das noch gar nicht so richtig. Ja, ein Comeback wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich eher erstmal nicht in Sicht sein und ja, einfach weil ich jetzt mal ein bisschen eine Zeit brauche, wo ich einfach mal vielleicht auch clublos bin. Ich gucke mal, wie mir das so gefällt und vielleicht finde ich ja auch noch einen anderen Club, wo ich jetzt nicht als Clubleiter oder ja, Clubbesitzer fungiere, weil ich weiß nicht, vielleicht ist das mir einfach ein Schritt zu viel oder eine zu große Aufgabe und ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Aber ja, da wären wir eigentlich schon wieder bei den Gründen. Ja, genau, das so viel zur Zukunft. Ja, da weiß ich tatsächlich selber noch nicht ganz, was kommt, aber ja, wir gucken mal.
Zu guter Letzt möchte ich eigentlich noch sagen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ihr die Entscheidung von mir respektiert und jetzt nicht irgendwie rumjammert, oh, warum hast du das getan? Oder mich dafür die Frage stellt oder mich dafür jetzt irgendwie runtermacht oder auf was für Ideen die Leute alles kommen, ja, weiß man ja nicht. Ja, es war für mich nicht leicht. Gut, ich bin jetzt in keinem Alter mehr, wo ich jetzt, ja, deswegen, ich sag jetzt mal, weinen würde. Aber trotzdem ist es mir wichtig, das zu sagen. Und ja, ich möchte mich auch nochmal bei allen Mitgliedern des Clubs bedanken, die all die Zeit, wir waren jetzt zweieinhalb, na, nicht ganz zweieinhalb, aber 2 Jahre und ein paar Monate alt, dieser Club oder die Glitter Hurricanes. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und viele Leute waren einfach wirklich so eine wahnsinnig lange Zeit dabei, waren fast immer bei den Clubtreffen und ja, wir hatten wirklich sehr, sehr viele schöne Momente zusammen und lustige Momente auf Discord und haben miteinander geredet und dafür möchte ich mich einfach nochmal bedanken. Auch dafür, wenn ich mal wieder verpeilt habe, die ja, Clubbeschreibung zu ändern oder den Wochenplan und dann ganz spontan ein Clubtreffen gemacht habe und die Leute trotzdem gekommen sind. Ja, einfach mal ein sehr, sehr großes Dankeschön an euch und ich muss sagen, mir fehlt das schon sehr, aber ich denke, es war einfach an der Zeit, diese Entscheidung zu treffen und ich denke, es war die richtige Entscheidung und ja, genau, das war eigentlich das, was ich so sagen wollte. Oh, ich hasse diese Mission. Ich mag diese Mission nicht. Ja, genau, dann war es das eigentlich mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, ja, dann fühlt euch frei, die alle in die Kommentare zu schreiben. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine, ja, was auch immer, auf was für Ideen die Leute alles kommen, weiß man ja nie. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Infragestellung meiner Entscheidung oder ja, was auch immer. Ja, da wäre ich euch sehr dankbar für, wenn ihr das unterlassen würdet. Und ja, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugehört und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video bei einem, ja, schöneren Thema wieder. Und ja, heute eher mal ohne Witze und doofe Laien von mir. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Na, das kann man eigentlich nicht sagen. Aber ja, ich verabschiede mich jetzt einfach. Ja, habt einen schönen Tag. Tschüss.